Der Passauer Stephansdom war gut gefüllt. Familienangehörige, Freunde, Bekannte, Vertreter aus Politik und Gesellschaft und viele Gläubige wollten in der Pontifikalvesper zu den beiden runden Geburtstagen von Bischof Stephan und Bischof Emeritus Wilhelm Schrammel mitfeiern. 130 gemeinsame Lebensjahre der beiden Bischöfe erlebt man schließlich nur einmal. Die Predigt gehalten hat der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer, enger Wegbegleiter und Heimatbischof der beiden Jubilare. Er schloss mit einem Gedicht. Äpfel, Birnen, Aprikosen, Hemden, Kleider, Strümpfe, Hosen, einen Farbstift und ein Buch, einen Ball, ein buntes Tuch und noch einen ganzen Haufen kannst du dir für Geld wohl kaufen. Doch es gibt auf dieser Welt sehr viel Schönes ohne Geld. Sternenhimmel, Sonnenstrahlen, dafür brauchst du nichts zu zahlen. Und dazu ist dir das Größte, Schönste, Kostbarste und Beste einfach als Geschenk gegeben. Was das ist? Dein eigenes Leben. Wir danken für euer Leben und wünschen euch Glück und Gottes Segen an. Sichtlich gerührt war Bischof Stephan auch über das Wiedersehen mit einem ganz besonderen Menschen, seinem Salesianer Mitbruder Lothar Wagner. Er setzt sich in der Ebola-Region Sierra Leone für Kinder und Jugendliche ein und hat dort das Sozialzentrum Don Bosco Fambul initiiert. Einer unter den vielen Gästen, über die sich Bischof Stephan freute. Also abschließend die Tatsache nun, dass wir doch viele sind, möchte ich dann zum Anlass nehmen zu sagen, die Kirche lebt, die Kirche ist froh, die Kirche kann richtig feiern. Wir sind viele, wir sind auch jung, alle miteinander. Und die Kirche ist es, die uns immer wieder neu auf den Herrn verweist, auf den Herrn der Geschichte, auf den, der jedem und jeder von uns sein Leben geschenkt hat. Der zweite Jubilar, der bald 80-jährige Altbischof Wilhelm Schrammel, dankte in erster Linie Gott für seine Liebe. Gott kommt zu uns nur durch Menschen. Und deshalb ist die Stunde meines Dankes an Gott auch eine Stunde des Dankes an die vielen, vielen Menschen, durch die hindurch sein Angesicht mir sichtbar geworden ist, die mich geformt und begleitet haben. Schließlich überreichte Generalvikar Klaus Metzel dem Passauer Oberhirten als Geschenk ein Buch mit dem Titel Person sein vor Gott. Es wurde von Mitarbeitern der Diözese anlässlich des Geburtstags von Bischof Stephan zusammengestellt. Auf dass sie uns weiterhin so unerschrocken als Hirte und Lehrer vorangehen und wir im Glauben und im je eigenen Personsein vor Gott reifen. Im Festzelt warteten auf die beiden Jubilare schließlich zahlreiche Gratulationen, Glückwünsche und vor allem Begegnungen. Über ein Geschenk hat sich Bischof Stephan besonders gefreut. Die zahlreichen Spenden für Lothar Wagner und sein Sozialzentrum Don Bosco Fambul in Sierra Leone.